Internet und Amazon waren große Fehler. Auch das Mobiltelefon braucht lange nicht jeder. Fernsehen und Automobil helfen keinem weiter. Kühlschrank und Einrichtungsstil machen nicht gescheiter. Selbst das Fahrrad und Hochhaus, selbst der allerfeinste Schmaus, selbst die flache Armbanduhr braucht es nicht, die stören nur. Elektrizität und Fensterglas, man kann ohne leben. Dampfmaschine, Bier vom Fass, nutzen kaum bei Erdbeben. Buchdruck und Segelschifffahrt werden heute nicht mehr helfen. Feuer, Messer, Brot und Draht benötigen nicht mal Elfen. Selbst die Sprache und die Schrift, selbst Religion und das Licht, selbst die Sonne und der Mond braucht es nicht, sind unbewohnt.